Habe ich schon lange reingetan. Oh, dann tu da noch eins rein. Mehr habe ich nicht. Wichser. Du bist gay. Wieso, du hast das so gelesen, nicht ich? Dort, du hast es auch beim Schreiben gelesen. Nein, ich habe nicht hingeguckt. Lügner. Steh dazu, dass du homosexuell bist. Nur wenn du dazu stehst. Man verschickt mir dann ständig Bilder von irgendwelchen Penissen und ich immer so, Alter, lass die Scheiße. Das du! Und du so, ich find's gut. Meiner Homo-Junge. Packet Maker. Sag mal lieber mal, wo man hier so ein Craft Packet Maker hinpacken könnte zum Beispiel. Jetzt ich glaube, die werden hier ganz gut aufgehoben. So. Jetzt habe ich noch Samen. Kakaobohnen. Was mache ich denn mal mit 3 Crafting-Boxen? Brauchst du Crafting-Boxen? Nein, gut, ich verfeuere deine Mama. Die. Ja, ich brauche Crafting-Boxen. Zu spät. So, Truhen. Ich glaube, das muss ich noch umbauen, weil das geht so nicht hier. Damit man hier vernünftig langlaufen kann. Gut, dann werden wir jetzt mal so... Oh, Uranium, das ist gut, weil ich brauche ganz viel Uranium. Kannst du ja denken, wieso, ne? Feenstaub. Genau deswegen. Keine Ahnung, ob Silicon jetzt hier drin aufgehoben ist. Ja, komm, das lasse ich hier drin. Das natürlich nicht. So, was ist denn alles für den Meserator gedacht? Zinn, Eisen, Silber. Zinn, Silber, Eisen. Gut. Halt! Dann kann ich das hier alles schon mal rausnehmen. Kann ich hier wieder was reinpacken. So, Eisen, Eisen, Eisen. Zinn, Zinn, Silber, Zinn, Zinn. Kupfer. Alter, ich hab 2400 Zinn. Schön, schön. Alter, das ist wie... Weiß ich auch noch nicht. Gib mir mal einen Vergleich. 2400 Zinn. So, ich hab jetzt hier eine tolle Musik eingespielt. So eine... Löwenzahn. Wie hieß die? Nein. Ich tue Truhen. Ich tue Truhen in Barrels. Was sagst du dazu? Schinken. Nein. Ach, tu mal Barrels in Barrels. Ganz ehrlich, so nötig habe ich das nicht. Doch. Noch nicht. Doch. Noch nicht. Doch. Okay. Hey Bimbo, mach mir mal bitte ein paar Eisentruhen so. Nein, verdammt, Kacke! Jetzt habe ich das hier reingetan wegen dir. Magst du mir Eisentruhen machen? Kannst du selber. Wieso sollte ich? Du bist mein Bimbo. Ich kann aber gerade nicht. Du hast mir Lehnstreue geschworen. Würdest du Game of Thrones gucken, würdest du das jetzt mit dem Tod bestraft wird, wenn ich hab man den Eid bricht? Treue geschworen. Ich hab Lord Abaddon Treue geschworen, aber nicht dir. Würdest du Game of Thrones gucken, wüsstest du, dass es den nicht gibt? Und würdest du The Walking Dead gucken, wüsstest du nochmal, dass es den nicht gibt? Ach, die ist ja sogar voll noch, die Badbox, dann kann ich die ja sogar benutzen. Ich weiß gar nicht, wieso ich die hab. Ich brauch die eigentlich alle gar nicht. Theoretisch könnte ich dir meine ganzen Blue-Elektrischen Sachen geben, weil ich die gar nicht brauche. Gerne. Gar nicht nötig.
Vielleicht verkaufe ich dir die eines Tages mal ganz günstig. Für fast kein Geld. Ja, gerne, gerne, gerne. Ja, eines Tages, noch nicht sofort. Nee. Bisschen gedulden musst du dich noch. Nein. Vielleicht fällt mir ja doch noch was ein. Oder ich gebe dir nur die Öfen und nicht die Solar Panels. Weil ich damit alles, ein Tor baue oder so. Alles, Mamsel. Gut, soweit so gut. Sag mal, hast du mal nachgeguckt nach deinen Explosive Sachen und so? Nicht, da weißt du noch ungefähr, wie viel du hattest von dem ganzen Zeug? Bis zu Explosives. Na, du nicht Explosives. An sich Sachen, die mit der Mod zu tun haben. Sehr viel, wieso? Nur so. Ich glaube, ich habe 8 Stacks von diesem Giftpulver. Für Chemical Bombs. 8 Stacks oder so. Ach du Scheiße. Und dann habe ich einen Stack TNT gemacht, aber das ist ja von Normal Vanilla. Ja. So, dann gehe ich mal wieder rüber. Jetzt habe ich noch einen Iron von Ace. Ganz ehrlich, den nutze ich beim nächsten Craften. Da spare ich wieder ein bisschen Eisen. Weil ich muss mir eines Tages den High Voltage bauen. Das wird so heftig. Da werde ich so viele Ressourcen reinstecken müssen. Aber das wird dann so viel Strom bringen, ne? Weil ich habe mal nachgeguckt und ich muss sagen, das ist ein bisschen blöd leider. Aber es stimmt. Das, was ich gesagt hatte mit 5 Ticks die Sekunde, das stimmt gar nicht. Eine Sekunde hat 20 Ticks. In Minecraft. Auf Servern kann das ab und zu mal ein kleines bisschen weniger sein, weil das ja ab und zu mal laggt. Aber das sind 20 Ticks. So. Das wiederum bedeutet, dass wenn du eine LV Solar Array hast, die produziert... Scheiße, was waren das? 8 EU pro Tick. Das sind 160 EU pro Sekunde. Das geht schon mehr an. Hattest du eigentlich Projekt-Table? So ein mieser Creeper hat meine Truhe kaputt gemacht. Das ist blöd. Hast du ein Projekt-Table? Ja, ich glaube schon. Achso. Wieso? Sonst hätte ich dir die andere gegeben, weil ich habe 2. Ja, ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ja, dann guck nach. Dann schenk ich dir die. Schenk mir die einfach so. Warum soll ich dir was schenken, was du nicht brauchst? Mann, vielleicht brauche ich das ja. Theoretisch werde ich reich entlohnen. Meine Güte, warum muss immer ich dir was schenken? Das ist doch wahr. Für all deine Großzügigkeiten gebe ich dir noch mehr Großzügigkeiten. Ja, ja, ja. Schenk mir den Scheißteil. Habe ich schon lange reingetan. Oh, dann tu da noch eins rein. Mehr habe ich nicht. Wichser. Was, mehr hast du nicht? Das wird mit dem Tode bestraft. Echt, ey. Geben Rubber Saplings auch Strom? Oh. Ich bin immer noch so angepisst, dass die Riesenbäume da im Twilight Forest, wenn man da Setzlinge setzt, nur kleine wachsen. Das heißt, die kann man im Prinzip gar nicht bekommen. Künstlich. Oh, jetzt habe ich Zucker. Ganz ehrlich, das kommt später in die Küche. So, Plastic Sheets kommen hier auch rein. Stahlplatten kommen hier auch rein. Red Alloy kommt hier auch rein. Obwohl Red Alloy ist ein Barren, ne? Den packe ich jetzt hier rein. Ich habe hier auch... Nee, das ist Platinum. Okay. So, Empty Cells. Noch irgendwas dafür? Nee. Sand. 20 Stück. 4 Nether Steine. 17 grüne Lampen. Kacke, wo packe ich die denn rein?
Ich glaube, die werde ich verbauen, deswegen kommen die hier mal rein. So, Fabric of Reality. Kommt da rein. 24 davon. Farbstoff, hatte ich gesagt, kommt 7. Hier rein. Dann kann ich Bone Meal da eigentlich auch reinpacken. So, Pflanzen. Da hätten wir einmal... Oh. Normale Pflanzen. 10 Samen. 9 davon. Bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Oh yeah! Bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, Pizza. Hast du das mal? Bitte? Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Oh. Warum habe ich eigentlich meine Säge gerade nicht dabei? Das ist schon irgendwie blöd. Bist du vergiftet? Nein, Hunger. Au. Und jetzt? Nö. Wo habe ich die Säge? Was willst du denn? Nichts. Hier ein Uranium drin, pack das nicht gleich da rein. 73 Uranium, das sieht ganz gut aus im Moment. Uranmäßig. So, wo habe ich verdammt nochmal? Da habe ich das Lab Pack, das brauche ich. Das kommt da wieder rein. Mein Bogen will ich wieder haben. Die Chainsaw. Ach, das ist auch Red Alloy. Die nehme ich doch gleich mal. Und ein Cobblestone. Aber warte, da brauche ich auch nur eins. Gut, dann lade ich hier mal eben meine Chainsaw auf. So. Dann kann ich mal eben die Schaffarm reparieren. Eigentlich ist es unnötig, dass ich die jetzt repariere, weil ich die sowieso eines Tages umsetze. Das ist doch. Habe ich aber gerade. Ich hatte gerade was zur Hand. Wenn du da Lehm siehst, der so neben dem Trade-O-Mart steht, lass ihn da bitte stehen. Ich habe den da hingestellt, weil ich das damit nachher handeln möchte. Aha. Aber mein Inventar irgendwie übelst voll ist, deswegen habe ich den da erstmal hingesetzt. Achso, ja, das finde ich ja lustig. Geht. Nein, das findest du nicht lustig. Oh. Bienenstaub. Ich mache das wirklich jedes Mal, wenn ich das sag. Das ist ja schon irgendwie so ein Slogan geworden wie Todesschnitzel mittlerweile. Na, noch ja. Nicht ganz, aber bald. Haltet doch. Nazi. Lol, da habe ich ja noch 64 Stacks an Fabric of Reality. Warte, 1, 2, 3, 5. 1, 2... So. Das geht ab. Ganz ehrlich, glaube ich, mache für Cobblestones ab jetzt eine extra Barrel mit so einem Universal Update. Weil dann kriegst du in eine Barrel so viel rein wie in 64 Barrels. Das heißt, du hast eine Barrel, die... Lol, mach das mal mit jeder Barrel. Ich glaube, so viele Enderperlen habe ich nicht. Ich will das aber... So, habe ich hier irgendwo eine Railcraft-Truhe? Nee, na dann gibt's ab jetzt eine. Da kommen ab jetzt Schienen rein und so ein Quatsch. So, dann kommen da normale Schienen rein, dann kommen hier Hochgeschwindigkeitsschienen rein, dann kommen da Weichen rein und Y-Tracks. Advanced Processors. Oh, ich muss mir unbedingt merken, dass ich da noch welche von habe. Die kommen jetzt nämlich hier rein. Dann habe ich noch Teeröl, das gehört auch in die Railcraft-Truhe, wo ich das theoretisch an die andere Station bringen könnte, ne? Dann habe ich noch diese komischen Ofenziegel und Tankwände und so. Zwei Redstone-Fackeln, die kommen jetzt in diesen Ort hier.
Oh, ich habe gar keine Barrel für Redstone-Fackeln. So, Steine. Wo habe ich da die Barrel für? Hier. Und zwei Tanks. So. Wo packe ich den Tanks hin? Ich pack den hier mal stumpf in die Ecke. Der Tank heult gerade, weil ich ihn stumpf in die Ecke getan habe. So ein Opfer. Oh. Plötzlich einer so als Kommentar. Mobbing ist unfair. Bist aber auch echt ganz schön gemein. Ja, ich weiß. Es tut mir auch ein wenig leid. Wirklich? Doch, nein! Das ist ein Monster. Hä? Das erinnert mich jetzt an, hör mal, wer der hämmert. Ganz am Ende so. Das ist so cool. Ich glaube, ich mach mal eben so ein Upgrade. Nein. Fertig? Nein, so schnell geht das nicht. Frage ist nur, wo ist das hier, ne? Da. Extra Dimensional, noch was noch. Dafür brauche ich eine Barrel. Um ein... Lol. Okay, das ist ja schon mal interessant. Die nehme ich dafür einfach mal. So, dann hätte ich schon mal eine Barrel. Dann brauche ich noch zwei Lohenrouten. Habe ich hier irgendwo Lohenrouten? Ne, da muss ich mal eben welche machen. 1, 2, 4. Mach zwei Lohenrouten. Frage ist, wo ist mein Aluminiumstein? Da. Oh, gut, dass ich jetzt eine Extra-Truhe für Werkzeug und so gemacht habe, weil das wird langsam mal Zeit. Ich habe das immer so rumgemüllt. Jetzt weiß ich, wo alles ist, an einem Fleck. Oh, scheiße, brauche ich auch noch Dark Iron. Oh, Gott. Alles deine Schuld, weißt du? Ja. Ach, das macht dich auch noch glücklich? Ja. Ich glaube das nicht. Sag mal, habt ihr das gehört? Ja. Ich meinte die Zuschauer. Ja. Ja. Hm. Ha! Ich hab ein Dingsens gesetzt. Hey, warte mal kurz, ich muss noch kurz sagen. Ja, ich entertaine einfach weiter. Dark Iron! Wenn es jetzt anfängt zu brennen, dann weiß ich, es ist fertig. Ich glaube, es ist noch nicht fertig. So, jetzt haben wir einen Dark Iron Block oder Block of Dark Iron. Ich verstehe gar nicht, warum der Factorization Typ unbedingt allen anderen den Rücken kehrt und das nicht Dark Iron Block nennt, sondern Block of Dark Iron. Das geht doch so nicht. Also wenn ihr das jetzt seht hier, du. Shit, ich habe nur noch 9 Enderperlen, aber ich bin ja jetzt sowieso aggro gegen die. Das heißt, jeder, den ich sehe, wird sterben. Oh. Ich habe richtig am Blut gewittert von Endermans. Hm? Oder am Blut geleckt. Nee, den Geschmack von Blut. Keine Ahnung. Ich habe Blut gekostet. Hallo. Du hast Blut geleckt und jetzt willst du mehr. Genau. Kenn ich. LOL, wie geil! Die Barrel sieht dann aus wie so eine Art Elite-Barrel, weil an sich die Texturen ein kleines bisschen anders sind, so ein bisschen dunkler. Das ist ja mal cool. Jetzt kann ich ganz viel Fabric of Reality machen. Das hätte ich... Scheiße. Warte. Dafür habe ich gesehen, dass da Marmor ist. Gut zu wissen. Direkt unter meinem Garten ist Marmor. Medic. Ganz genau. Ist irgendwie eklig. Nein. Ja. Nicht gesagt ja, sondern ganz genau. Das ist ganz anderes. Ich mach glaube ich einen Hinterhof vor meiner neuen Villa, wo ich Mützel statt normalem Gras habe.
Ja, da sind jetzt schon Ausrufezeichen. Weil ich schon 71 Stacks. Über 71 Stacks von dem Zeug in der Barrel drin hab. Alter, 71 Stacks! Brauche ich nicht so viel von Dias. Stell dir mal vor, man könnte Fabric of Reality einfach stumpf mit irgendeinem Werkzeug, das ganz billig herzustellen ist und nie kaputt geht, zu Dias machen. Das wäre irgendwie scheiße. Das wäre krank. Shit, wie mache ich das mit den Dingern hier? Ich brauche Flaschen. Ganz viele. Aber eigentlich, ich mache zwar nicht viel mehr Technik, aber auf dem Gebiet, wo ich arbeite, habe ich noch ganz schön viel erreicht, oder? Oh ja. Oder ist das wenig? Also um ehrlich zu sein, bin ich ein kleines bisschen neidisch auf dein Reaktorsystem. Hä? Das ist gar nicht so schlecht. Lol, aber du hast es doch gebaut. Ja schon, aber es gehört alles dir. Ach so. Oder meinst du auch... Außerdem war das deine Idee mit der Scrap-Anlage, wie dass du da 20 Extruder hinstellst und... Also meinst du so so die Logistik, was dahinter steckt und wie ich das angereiht habe und die Menge ist von mir und das ist geil oder was? Ja. Yeah. Das ist perfekt eingerichtet. Weil Recycler... Yeah. Ich kann jetzt mal ganz kurz erklären. Recycler brauchen ja im Prinzip ganz wenig Strom. So, vom Reaktor wird für jeden Recycler immer nur ganz wenig draufgepackt, weil jeder Recycler nur ganz wenig zu tun hat. So, da sich das aber summiert, machst du ganz viel Scrap. Und mit dem Scrap, was du machst, kannst du viel leichter Zeugs machen. Es wäre natürlich noch schlau von dir, wenn du das jetzt noch zu Scrapboxen machen würdest, dann hättest du da später keine Probleme. Ja, kommt noch. Kommt noch. So, wie ist das mit Steel Leaf? Ich glaube, ich packe alles, was mit Twilight Forest zu tun hat, außer das Holz, das packe ich hier rein. So, Pilzsuppen, das ist Nahrung, da habe ich noch keinen Platz für. Der Wrath Igniter kommt mal wieder hier rein. So, jetzt habe ich einen Stack Pfeile. Ich packe einfach 10 in die Barrel. Ich muss es unbedingt mit Cobblestones machen. Ich glaube, ich baue gleich noch einfach mal stumpf noch eins. So, Eisengitter. Jetzt habe ich noch 2 Truhen. Ich habe mehr Truhen als benötigt, oder doch nicht? Ach, ich verfeuere die jetzt einfach. So, Truhen geben wir auch immer schön EU.